Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Goldrausch. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Glamour. Wir fahren jetzt hier oben mal hin. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ich hoffe es. Wenn er denn hier hochkommt, unser Pickup. Aber wenn die Motorkontrolllampe hat ja nur geleuchtet, wo wir den Motor aus hatten. Ja. Hinbleiben. Rechts. Alter, wie er qualmt. Na, wer denn hier seinen ganzen Müll entsorgt? Bin ich jetzt richtig? Nein, wir fahren falsch. Hier unten kommen wir gar nicht mehr lang. Wir müssen zurück. Guck mal, hier gibt es gar keinen Weg. Ich kann ja nicht da durchfahren. Das wird ja nicht funktionieren, oder? Nein. Das wird nicht funktionieren, Leute. Der Handbremse anziehen im Berg runter ist nicht so lustig. Okay, dann müssen wir rechts und dann sollte das funktionieren. Okay, jetzt mal ein bisschen langsam hier. Sieht auf jeden Fall schick aus. Muss ich das? Also ich finde es schick. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hätte nicht damit gerechnet. Ich habe das halt gesehen bei Goldrausch. Dann habe ich ganz kurz mal bei YouTube und so reingeguckt und dann mir gesagt, okay, man kann das ja mal ausprobieren, aber mich fasziniert halt diese Serie. Ich glaube, ich fahre richtig. Ich bin mir absolut nicht sicher. Und ich mag Parker und ich mag allgemein diese Serie und den Wikinger. Das ist schon mega cool. Außer, dass er den Parker ziemlich abzieht mit dem Dingens. Aber sonst... Ja, und dann habe ich mir gedacht, reingucken kostet ja nichts in dem Sinne. Spiel war im Angebot auch zurzeit für 13,29 € und wenn ich ganz ehrlich bin, man kauft so viel Scheiße im Jahr an Spiele, dann kann man doch das hier auch mal reingucken. Und bis jetzt bin ich sehr überrascht mit Videos, wie was funktioniert und ja. Laut Patch Notes bei Steam wird mega oft gepatcht. Also jeden Tag gibt es irgendwelche Updates. Ob ich jetzt mir hätte so ein großes... Ja, das mit den Laden finde ich jetzt nicht so toll. Das ist ein Kritikpunkt, den ich habe, aber sonst... Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch richtig fahre. Ich fahre einfach weiter. Sollten wohl gleich da sein. Also das Ding ist ganz schön schnell. Straße, Holz. Ich denke auch, dass ich mir jetzt gleich was Besseres... Ich glaube, hier rechts. Da geht es nicht lang, also kann es nur hier reingehen. Dem Clan haben wir uns auch gekauft, deswegen ist wahrscheinlich auch die Tür offen. Das Tor. So. Wie gesagt, ich habe da mit Jan drüber geredet in Minecraft, was ja auch wieder alle zwei Tage kommt, dass ich zurzeit mehr auf Simulation einfach sehe. Okay, anscheinend sind wir bei unserem Clan angekommen, richtig? Ja. Okay. Das ist Wasser, das ist mir klar. Was ist das? Rock Pain Area. Da ist ein Zelt. Hier ist ein Wohnmobil. Das schauen wir uns jetzt erstmal alles an, Leute. X-Side, okay. Das scheint der Wohnwagen zu sein. Dämmerung. Bis zur nächsten. Sicher. Dämmerung. Stunde zurück. Okay. Da können wir pennen gehen. Müssen wir wahrscheinlich dann auch. Hier ist unser Fluss. Okay. Zieht. Gold 20 Receives. Okay. Hier ist unser Zelt. Man bleibt irgendwie an jedem Kleinigkeit hängen. Wow. Sieht ein bisschen künstlich aus, aber ich finde es cool, dass das so aufgeht. Okay, hier haben wir eine... zum Waschen. Was kann man hier machen? Gold Bank.
Okay, hier können wir Sachen holen. Transport ist noch gesperrt. Freischaltung. Müssen wir freischalten. Arbeiter kostet auch 3000. Ausfall, Coming Soon. Aufrüstungsgeschäft, Coming Soon. Also mit der Vision V7.0 wird das kommen. Okay, okay, okay. Mega gut, mega gut. Das hier ist zum Goldtrocknen. Hier haben wir einen Klappstuhl. Okay, also das ist so unser Goldzelt. So, und hier oben stand Golden Star Hot Pan Area. Ich denke, dass man nur müsste hier sein, oder? Das könnte das sein. Okay, okay. Wo geht's hier hin? Mama, ich bin zu Hause. Tür auf. Lass mich kacken. Ich muss kacken. Das Video wird wieder gesperrt. Hier ist doch noch eine alte Waschrinne. Warum bauen wir die nicht heile? Eine Rüttelplatte. Okay, anscheinend müssen wir alles da hochtragen. Bleibt wirklich vor jedem, vor jeder Kleinigkeit bleibt man hängen. Okay, wir müssen alles hochtragen, so wie es aussieht, Leute. Ja, dann fangen wir mal an. Grüner Schlauch. Oh, dass man überall hängen. Ja, da, das ist. Okay. Blub. Legen wir mal da hin. Ich weiß, was ich vergessen habe zu kaufen. Diese Matten stand doch auch dabei. Ach, da müssen wir gleich noch mal in die Stadt fahren. Tja, Leute, wie gesagt, für die Leute, die das Spiel vielleicht schon gespielt haben oder bei anderen YouTubern schon gesehen haben, ich spiele es heute das erste Mal. Und, ja. Wir haben gerade nur schon uns ein Video angeguckt davon, hier in dem Spiel. Und daher, ja. Und hier, Fantas. Hotpants, Mats. Und die haben wir nicht gekauft. Scheiße. Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt sehen? Hallo? Was hängst du denn immer? Okay, also dass das jetzt so vor mir getragen wird, das ist ja nicht so toll. Gut, können wir das jetzt hier. Oh, guck mal da. Da zeigt er uns an. Da platzieren. So, und jetzt bräuchten wir nämlich hier diese Matten. Ach. Können wir dich da jetzt auch schon platzieren? Upsa, das hat nicht funktioniert. Ha! Okay, 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 okay. Ganz easy. Ich habe mir das jetzt eigentlich ein bisschen komplizierter vorgestellt. Aber gut, ich denke, wenn man diese Arena da nicht sieht, dann hat man, glaube ich, ein Riesenproblem. Ist da was mir noch fehlt? Eine Schaufel. Ich kann doch gar nicht schaufeln. Ich habe doch gar keine Schaufel. Sehe ich gerade. Der muss doch auch hier angeschlossen werden. Und weil wir Wasser brauchen. Wo muss der ja hier hin? Wo ist er? Ich sehe dich. Gehen wir noch ein Stück hier runter. Okay, anscheinend ist der Schlauch beendet. Ja.
Da ist Ende. Also müssen wir da die Pumpe hinstellen. Okay, okay, okay. Okay, also die Schläuche sind nicht unendlich lang. Ich habe nämlich in dem Video so gedacht, wo wir das gesehen haben. Okay. Das sieht aus, als wenn der Schlauch unendlich wäre, weil er einfach so losgerannt ist. Ich hoffe, dass dieser rote Schlauch hier funktioniert für die Pumpe zum Wasser ansaugen. Die Pumpe haben wir ja schon aufgefüllt an der Tankstelle. So. Haben wir hier eine kleine, na, kleine Pumpe. Stellen wir die mal hier hin, weil da war ja der Schlauch beendet, Leute. Hab ich eben gerade dran erinnert. Out, in. In ist hier. Ups. 100%. Hat nicht geklappt. Plups. Und jetzt? Haben wir jetzt Wasser? Wir haben eine Wasserrinne! Hallo Mama! Wir haben Wasser! Ist das geil! Ist cool, ist cool, ist cool. Okay, 99% nur noch. Wir sollten ausmachen. Okay, das... Ich hab gedacht, da wird jetzt so ein Stillgeräusch kommen. Okay, ausmachen. Wir haben Wasser. Leute, wir haben das Wichtigste beim Gold schürfen. Das Problem ist, dass wir gar keine Schaufel haben. Wir haben hier den Dingens. Aber wir haben keine Schaufel. Ich habe da keine Schaufel gesehen. Habt ihr eine Schaufel gesehen? Habt ihr vorhin eine Schaufel gesehen? Okay, wir müssen noch... Okay. Was ist das hier? Für später? Für die großen Waschanlagen? Hier? Da dürfen wir nachher Bagger fahren? Hihihi, der Baggerfahren! Ich bin Baggerfahrer, Klaus! Sorry, Klaus, falls du das gucken solltest. Sollte nicht so sein. Alle Klaus, Entschuldigung, weil jeder fühlt sich dann immer. Die Eimer stellen wir erstmal. Ach, die können wir eigentlich da oben vors Zelt stellen. Jeder fühlt sich dann immer gleich so negativ, aber es ist gar nicht negativ. So, plupp, stellen wir da mal die Eimer hin. Und wo stellen wir das Benzin hin? Auch da oben, Leute. Ich würde sagen, ja, ne? Das ist das Einzige, was ich gerade bemängle, dass man an jedem Furz hängen bleibt. Blub. Ah, da gibt es einen roten Strich hier. Das ist den Kanister, den wir benutzt hatten. Okay, 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 okay. Dann können wir sehen, ob er voll ist oder nicht. Aber die Matten haben wir vergessen, Ladies and Gentlemen. Also müssen wir gerne nochmal in die Stadt fahren. Wir bräuchten 4 Matten. Dann kaufen wir lieber 8, würde ich sagen. Zum Austauschen, ne? Und eine Schaufel brauchen wir. Wir brauchen ja Schaufeln. Da müssen wir ja mal gucken. Wie kriegen wir denn Schaufeln? Wir haben hier keinen Schnee, ja? Und keinen gefrorenen Boden. Ein Parker, Junge. Davon träumst du. Ups. Ja, gut, die Hoffmans haben das ja auch nicht. Daher. Bei denen ist ja auch alles easy peasy. So, Leute, ich sage erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss.